Schwuchteln, ey. Ist alles okay, Bart? Hast du Luis geschlagen? Es geht hier um gefährliche Körperverletzung und illegalen Waffenbesitz. Hey Leute, ich bin Lenny. Wisst ihr eigentlich, was gerade bei Moritz abgeht? Mich wollte er jedenfalls nicht treffen. Das war aus Versehen. Niemand schlägt aus Versehen zu. Man kennt es ja. Man will das haben, was man nicht bekommen kann. Luis ist nicht schwul, Moritz schon. Und ich glaube, es hat ihn einfach getroffen, wegen der Erfahrung, die sie beide durchgemacht haben. Moritz hat ihn umgehauen und da hat's gefunkelt. Ich ziehe die Anzeige zurück. Das Schwierige zwischen den beiden Rollen ist, dass Luis, wie gesagt, nicht schwul ist. Er hat eine Freundin, seine erste Freundin vor allem. Und Moritz will da gar nicht eingrätschen. Moritz freut sich ja, eine coole Clique zu haben. Sowas hatte er vorher noch nie. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit dahinter für Moritz. Den Abstand zu bekommen oder das für sich zu behalten. Ihr könnt ja nachkommen! Ey, warte! Unsere Klamotten! Moritz geht zurzeit ja nicht so gut wegen der Diagnose seiner Mom. Ich könnte gerade einfach nur schreien. Komm, wir trinken ein Bier bei uns. Ich habe eine bessere Idee. Moritz und Luis nähern sich an. Sie haben sich vor John versteckt und das passiert. Lebt ihr noch? Wie hat John es geschafft, euch nicht zu sehen? Wir haben uns kurz unsichtbar gemacht. Hey, danke. Endlich wieder meine Nacht durchgefeiert. Machen wir jetzt öfter, oder? Moritz kommt zu Hause an und ist todmüde. Fällt auf die Couch und schläft ein. Und auf einmal hat er einen feuchten Traum von Luis. Wow! Ey, geiles Video, oder? Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, drückt einfach hier rauf. Und wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, drückt hier rauf. Es wäre natürlich cool, wenn ihr den YouTube-Channel abonniert, deswegen abonnieren. Na los, abonnieren.